Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung rund um das Thema Covid-19. Heute senden wir leider nicht live für euch. Wir hatten einen dieser Tage, vieles ist schiefgegangen und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, diese Folge heute live on tape quasi zu machen. Also leider auch ohne die Publikumsfragen, die sonst auch für uns alle hier immer ein Highlight sind. Nächste Woche sind wir dann aber auf jeden Fall wieder live für euch da und ihr könnt auch wieder eure Fragen stellen. Ja, heute ist wunderschönes Wetter. Ich hoffe, trotzdem wart ihr schon in den Startlöchern. Es tut uns wirklich nochmal leid und wir möchten uns an der Stelle für die kleine Enttäuschung entschuldigen. Der Titel unserer heutigen Folge ist Wir sind mehr wert als ein Danke. Ein Gespräch mit Farina Kerekes zur Lage der Beschäftigten im Einzelhandel. Farina arbeitet seit über 12 Jahren im Einzelhandel. Die Arbeitsbedingungen, das wissen vielleicht viele von euch, dort sind häufig schlecht und die Löhne niedrig. Während der Pandemie verschärfte sich diese Lage dann noch weiter. Ja, Farina startete letztes Jahr eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen und organisiert auch Proteste. Ihre Hoffnung ist, dass die Menschen nicht bei dem Applaus aufhören, sondern einen Handelsaufstand unterstützen für mehr Schutz und ein Gehalt, das zum Leben reicht. Farina, auch an dich nochmal eine kleine Entschuldigung und trotzdem herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hallo. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach direkt ins Gespräch ein und machen einfach eine, ja, vielleicht ein bisschen ausgedehnte, lockere, entspannte Unterhaltung zwischen uns beiden. Ja, um mich und auch das Publikum vielleicht nochmal abzuholen, dachte ich mir, es ist interessant, dich zu fragen, wie eigentlich im Zeitalter der Pandemie so der typische Arbeitstag von Farina Kerekes aussieht. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert. jetzt ist halt das allererste, was ich morgens mache, ist erstmal alles desinfizieren im Laden, an den Kassen. Also einmal durch den ganzen Laden quasi rennen mit dem Desinfektionsmittel und überall, wo irgendjemand irgendwas anfassen könnte, wird desinfiziert. Das ist neu. Ansonsten müssen wir natürlich jetzt auch die Corona-Regeln in den Läden durchsetzen. Also wir müssen einmal darauf achten, dass nicht zu viele Leute drin sind, weil wir haben ja diese Quadratmeter-Beschränkung und wir müssen aufpassen, dass die Kunden und Kundinnen alle ihre Maske auch richtig aufhaben. Und wir müssen auch darauf achten, dass der Abstand eingehalten wird. Und ja, das sind alles Aufgaben, die dazugekommen sind. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit geworden als normalerweise und es ist jetzt eh nicht so gewesen, als hätten wir da Däumchen gedreht, sondern eigentlich haben wir eh schon immer sehr, sehr, sehr viel zu tun und kommen kaum hinterher mit der Arbeit und jetzt müssen wir halt noch mehr tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. In Bezug auf deine Arbeit habe ich auch zahlreiche Interviews von dir gelesen, eins von letzten Sommer und da beschreibst du das, was in der Pandemie passiert, gerade in deinem Arbeitsbereich als Schande der Gesellschaft und du sagst, es ist in einem Interview, meine schlimmsten Befürchtungen sind noch übertroffen worden. Also meine Frage an dich ist, was waren deine schlimmsten Befürchtungen, die dann am Anfang der Pandemie schon übertroffen worden sind? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht mehr, auf was sich das genau bezogen hat. Aber also ganz am Anfang der Pandemie, da war ich halt auch immer so, ich habe sehr dem geglaubt, was halt die Erzählung der Bundesregierung war. Und ganz am Anfang wurde, glaube ich, das Virus sehr verharmlost. Und dementsprechend habe ich das auch eher als harmlos angesehen, hatte davor keine Angst, habe mir eigentlich gar nicht großartig Gedanken darüber gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark gedreht, weil sich dann auch der Kurs der Bundesregierung gedreht hat und auch die Informationen irgendwann andere waren. Also klar, das Virus war ja auch was ganz Neues und so weiter und man hatte nicht alle Informationen. Aber da hat sich da bei mir auf jeden Fall einiges geändert. Ich habe mittlerweile sehr große Angst, mich anzustecken, gerade auch wenn man die Mutation jetzt betrachtet. Ansonsten, das mit dem Lockdown, also das mit dem ersten Lockdown, das war halt krass. Ich glaube, sowas gab es halt noch nie in Deutschland oder
ich kann mich nicht erinnern, wann, ich bin jetzt auch nicht so alt, ne, aber genau, und da das mit dem Hamstern, also als ich geschrieben habe, das ist eine Schande für Deutschland, da habe ich das mit dem Hamstern gemeint, weil das war wirklich absurd. Ich habe Paletten von Klopapier, habe ich schon einfach nur dahingestellt. Ich habe die schon gar nicht mehr ausgepackt. Die Kunden sind da schon hin und haben es von alleine aufgerissen. Das war einfach total crazy, weil alle Klopapier wollten. Und sowas habe ich mir nie vorstellen können. Also, dass wir wirklich mal in einer Situation sind, wo Leute so verunsichert und ängstlich sind, dass sie wirklich in die Läden stürmen und da die Nudeln und das Klopapier leer kaufen. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch noch echt gut an den Anfang der Pandemie in Berlin. Also ich wohne in Berlin, da gab es so ein virales Foto, wo die Polizei, wo so Polizeischutz für Klopapier gab. Ich dachte mir auch, Gott, was ist jetzt los? Wir hatten auch Security fürs Klopapier. Ja. ja, also Kundinnen und Kunden reißen Waren aus den Schränken, reißen Klopapierpackungen auf. Wie hat sich irgendwie euer Verhältnis zu den Kundinnen und Kunden dann auch verändert, also im Zeitalter der Pandemie? Also ich persönlich bin schon ein bisschen strenger geworden, auch zu den Kunden. Also es gibt jetzt mittlerweile mehr Dinge, die halt nicht mehr so durchgehen. Also ich sage jetzt auch öfter Dinge, aber ich glaube, das kommt auch daher, dadurch, dass wir ja auch viel mehr Dinge durchsetzen müssen, also viel mehr Regeln gegenüber den Kunden, also wie zum Beispiel auch die Abgabebeschränkung, ne? Man hat halt gelernt, sich nicht auf Diskussionen einzulassen und sondern zu sagen, so, nee, es gibt nur ein Päckchen, fertig. Und vorher war das nicht so. Da waren wir schon sehr viel nachsichtiger und kulanter bei sowas. Und mittlerweile sind wir da schon ein bisschen strenger, auch was die Maskenpflicht betrifft. Da gibt es halt keine Ausnahme, sondern entweder die Maske wird getragen oder jemand wird nicht bedient. Das ist ganz einfach. Und so streng mussten wir, glaube ich, noch nie zu unseren Kundinnen und Kunden sein, aber jetzt halt schon. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert, auf jeden Fall. Es gibt einen Bereich in Bezug auf deine Arbeit, der mich jetzt besonders interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Bereich deiner Arbeit, der mir vorher noch nicht so bewusst war, also vor der Vorbereitung in Bezug auf das Interview heute. Und zwar der Bereich von auch emotionaler, man könnte sagen, Sorgearbeit. Also ihr müsst nicht nur einsortieren und abkassieren, sondern euch auch um Kundinnen und Kunden kümmern, die vielleicht, wenn sie ältere Menschen oder so sind, ins Geschäft kommen, um vielleicht auch zu quatschen oder um eben Kontakt mit Personen zu haben. Und mich würde in Bezug auf diesen Aspekt von eurer Arbeit interessieren, wie sich der vielleicht auch verändert hat. Ja, da hat sich irgendwie nicht so viel geändert. Ich glaube, es ist sogar Okay. mehr geworden. Also ja, es ist schon immer so. Also egal, wo ich gearbeitet habe, es gab immer diese älteren Damen, die halt jeden Tag gekommen sind oder auch ältere Herren, die jeden Tag gekommen sind, ne? Also weil die gehen halt jeden Tag einmal einkaufen, dann kaufen die halt nur für 50 Cent was oder für 1 Euro, weil die sagen, sie kommen halt sonst nicht raus und haben mit niemandem Kontakt. Und das ist auch irgendwie super traurig, weil ich halt merke, dass die total einsam sind zu Hause und das ist schlimm. Und ich versuche mir auch immer Zeit zu nehmen für die Kundinnen und Kunden. Aber geht halt auch nicht immer, ne? Also wir sind halt ein Discounter und keine öffentliche Daseinsfürsorge. Und das ist halt schon so ein bisschen traurig, weil ich sehe ja, dass die Leute das ganz dringend brauchen, mit jemandem sprechen zu können, aber wir halt auch nicht unbedingt die Zeit dafür haben. Und ich habe das Gefühl, dass seit Corona auch wirklich mehr Leute, gerade jetzt im Lockdown, einkaufen gehen, weil sie nichts mit sich anzufangen wissen, weil sie sonst gar keine Kontakte mehr haben. Das ist natürlich einerseits verständlich, andererseits ist es in Pandemiezeiten wiederum schlecht, jeden Tag ins Einkaufscenter zu latschen, obwohl ich das natürlich auch irgendwo verstehen kann. Aber das ist auch für uns eine besondere Herausforderung, wenn halt Leute dann 2 Stunden lang im Laden rumschlendern, als wäre es das Normalste der Welt. Das ist halt in Pandemiezeiten eher nicht so angesagt. Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich gerade auch so ein bisschen ertappt fühle. Oh Ja, bleiben wir noch mal bei diesem Aspekt deiner Arbeit. Also du hast es vorhin schon so angedeutet. Es ist ja ein körperlich extrem anstrengender Beruf. Also ich habe es ein bisschen recherchiert. Arbeiterinnen und Arbeiter der Handelsbranche sind mit am häufigsten krank. Und da geht es einmal um die körperliche Belastung, aber auch wieder eine riesen, ja, Wissenslücke von mir. Auch eine psychische Belastung spielt eine Rolle. Und ich weiß, dass du damit auch schon Erfahrung gemacht hast. Du sprichst recht offen darüber.
Ja, inwiefern hat sich dieser Teil von der psychischen Belastung im Job während der Pandemie auch noch mal verschärft? Ja, also ich hatte vor ein paar Jahren auch schon mal selbst einen Burnout. Das ist natürlich nichts, was man haben möchte. Das ist Ja. sehr schlimm, war eine Scheißzeit, um es mal so zu sagen. Aber die Belastung, also dieser generelle Druck, der ist halt höher geworden. Also die Arbeitsbelastung ist höher geworden, weil die Aufgaben mehr geworden sind. Das ist ja so das Problem Arbeitsverdichtung nennt sich das auch. Das heißt, man muss immer mehr Aufgaben erledigen, kriegt aber gar nicht mehr Zeit zur Verfügung und dadurch steht man halt auch massivst unter Druck. Und klar, in der Pandemie ist es natürlich auch so, dass wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mehr Aufgaben haben mit Desinfizieren hier, Desinfizieren da und Leute ermahnen und so weiter und so fort und blöde Diskussionen führen und so weiter. Das ist alles psychisch belastend. Was dann halt noch dazu kommt, sind diese ganzen Corona-Leugner. Ich sage bewusst Leugner, weil es tatsächlich fast immer Männer sind. Also ist mir wirklich aufgefallen. Die einen dann beschimpfen, anhusten, anspucken, also die wirklich ihre Wut auf die Bundesregierung an mir auslassen oder meinen Kolleginnen auslassen, was natürlich auch eine massivste Belastung ist. Ich kann wirklich, wirklich gut verstehen, wenn Verkäuferinnen keinen Bock mehr haben, jemandem zu sagen, er soll die Maske richtig aufziehen, weil man teilweise so angefeindet wird dafür, obwohl man ja auch nichts dafür kann. Man kann ja nichts für die Pandemie. Wir leiden ja alle darunter. Und das ist überhaupt nicht schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist ein absoluter Knochenjob, körperliche und psychische Belastung, wie du es gerade ziemlich eindrücklich nochmal beschrieben hast. Und dann gibt es noch diesen Aspekt, ich würde mal sagen, gesellschaftliche Anerkennung und einfach nur Respekt, zum Beispiel Verkäuferinnen und Verkäufern gegenüber. In Interviews von dir habe ich auch von benutzten Taschentüchern in den Regalen, die ihr wegräumen müsst und so weiter gelesen. Ja, also wirklich schockierend, muss ich sagen. Aber dann am Anfang der Pandemie wurde ja auf einmal applaudiert für euch. Also ihr wart auf einmal die neuen Heldinnen und Helden, auf einmal systemrelevant. Hat dich der Applaus dann überhaupt noch gefreut? Also wenn meine Nachbarn auf dem Balkon gestanden hätten und geklatscht hätten, was sie leider nicht getan haben, bin ein bisschen beleidigt deswegen, dann hätte ich mich sehr gefreut, Ja. dass die Bundeskanzlerin einmal so Danke und so gesagt hat, das finde ich auch alles okay, aber ich finde, den Worten müssen halt auch irgendwann mal Taten folgen. Und der Einzelhandel, ja, zum Teil systemrelevant, sind ja nicht alle Geschäfte systemrelevant, ist aber trotzdem einer der größten Niedriglohnsektoren in Deutschland. So, und da haben wir halt ein massives Problem. Also, ne, einerseits systemrelevant, andererseits unterbezahlt. Das passt für mich halt überhaupt nicht zusammen. Ja. Also, da muss die Wertigkeit eine andere sein von dem Beruf. Ja, absolut. Wir reden auf jeden Fall gleich noch über Tarifverträge, Anstellungsverhältnisse und so weiter. Vielleicht noch eine klitzekleine Frage vorher zu den Kundinnen und Kunden. Meinst du, dass trotzdem im Laufe der Pandemie sich der Blick auf deine Arbeit auch noch mal ein bisschen gewandelt hat? Ja, da hat sich auf jeden Fall auch was getan. Also gerade als diese Solidaritätswelle kam und so, da haben schon auch viel mehr Kundinnen und Kunden auch mal gesagt, so hey, danke, dass ihr das macht, dass ihr jeden Tag hier euch der Gefahr aussetzt und haben uns auch Süßigkeiten vorbeigebracht. Und auch letzte Woche hat mir eine ganz liebe Kundin so eine Packung Merci beigebracht, weil sie so Ach, dankbar süß. war, weil ich ihr bei was geholfen habe und so. Und das sind immer die Momente, wo ich weiß so, also ich liebe meinen Job ja auch, ne? Ich mache den wirklich sehr gerne. Und auch deswegen, ne, auch weil ich total liebe und tolle Kundinnen und Kunden habe, aber ich habe halt auch die nicht so tollen Kundinnen und Kunden, die halt ihre benutzten Taschentücher überall hinstopfen. Ist halt beides. So, und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr so von den lieben, tollen, netten Kundinnen und Kunden sind, die auch immer Bitte und Danke sagen, so wie ich das ja auch mache. Das wäre Ja. total. Ja. Gut, dann jetzt dazu, wie wir über Applaus hinausgehen können. Das bedeutet, wie du es schon angesprochen hast, eine angemessene Bezahlung, konsequente Schutzmaßnahmen für dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Du hast, wie ich in der Anmoderation schon erwähnt habe, eine Petition gestartet mit dem Titel Also daher haben wir ehrlich gesagt den Titel unserer heutigen Sendung: Wir sind mehr wert als ein Danke. Der Handelsaufstand beginnt jetzt. Und ihr präsentiert dort
einmal Sofortmaßnahmen und dann auch noch längerfristige Maßnahmen. Als Sofortmaßnahmen fordert ihr eine Gefahrenzulage für alle Beschäftigten, mindestens 500 Euro und Schutzmasken für alle. Meine Frage ist, sind diese Sofortmaßnahmen schon irgendwie umgesetzt worden für euch? Die Gefahrenzulage nein, die Schutzmasken ja. Also jetzt da, wo ich arbeite, haben wir natürlich auch ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Vor Ort ist das alles gut. Ich habe auch einen kleinen Warengutschein gekriegt vom Unternehmen, also so einen Danke-Gutschein quasi, wo ich dann ein bisschen was einkaufen konnte. Ich glaube, 90 Euro oder so. Sind jetzt halt nicht die 500 Euro, die ich gern gehabt hätte, ne? Und da konnte ich jetzt auch nur im Unternehmen ausgeben. Ist halt so nett. Ja. Ja, das fand ich irgendwie ganz spannend. Also in dem Aufruf steht eben dieser Aspekt Gefahrenzulage, mindestens 500 Euro und im Klammern dahinter nicht als Warengutschein. Ist es was häufiger passiert, dass ihr irgendwie Warengutscheine bekommt statt Bargeld? Ja, also das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen häufiger. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel immer zum Jahresende kriege ich so einen Gutschein, so einen Warengutschein. Das ist auch total nett und so, aber ich finde, wenn man eine Gefahrenzulage macht, dann kann das halt nicht als Gutschein oder als Rabatt erfolgen, sondern dann möchte ich das als Geld in meinem Geldbeutel haben oder auf meinem Konto haben, damit ich damit auch irgendwas anfangen kann, ne? Also ich könnte mehr Geld gut gebrauchen, einfach um das sparen zu können, damit ich was habe fürs Alter. Also mir geht es gar nicht mal darum, dass ich jetzt irgendwie Urlaub in Malle machen möchte für 1000 Euro oder so, sondern mir geht es halt wirklich darum, mehr Geld zu haben zum Sparen. Ja. Und sag mal, gab es auch irgendwie Initiativen von Arbeitgeberseite in Bezug auf Schutzmaßnahmen oder kam das quasi alles von unten und musste so ein bisschen durchgerungen werden? Nee, also das mit den Schutzmaßnahmen, also ich arbeite selbst bei DM Drogeriemarkt und da muss ich sagen, dass das wirklich gut lief. Also das war auch einer der ersten Geschäfte, die angefangen haben, bei den Kassen diese ganzen Plexiglasscheiben und so dran zu montieren, um halt die Kassiererinnen und Kassierer zu schützen, noch bevor das überhaupt in der Corona-Schutzverordnung verlangt wurde. Und auch zwischen den Kassen diese Plexiglasscheiben aufzuhängen und so. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Wir haben auch von Anfang an immer genug ausreichend frische Masken und so gekriegt, wo ich weiß, bei anderen Unternehmen war das zum Beispiel nicht so. Da haben die Mitarbeiter mussten sich quasi selbst Masken kaufen für die Arbeit, was ich halt wiederum nicht so schön finde, weil das ist ja Arbeitsschutz und dann muss auch der Arbeitgeber das bezahlen. Also ich persönlich kann mich da jetzt halt nicht beschweren, aber ich weiß, dass es halt nicht überall so toll gelaufen ist. Deswegen auch die Forderung. Ja. Perfektes Stichwort, zurück zu den Forderungen. Und zwar als langfristige Maßnahmen fordert ihr Löhne erhöhen und allgemeinverbindliche Tarifbindungen wiederherstellen. Mich würde interessieren, was sind die typischen so Anstellungsverhältnisse im Einzelhandel? Ja, das typische Anstellungsverhältnis ist auf jeden Fall Teilzeit. Also, dass man Vollzeit arbeitet, gibt es leider nicht mehr so oft. Das sind meistens dann nur noch Leute, die Führungspersonal sind. Und der Rest, der arbeitet halt in Teilzeit. Ich selbst habe jetzt zum Beispiel 30 Stunden, was schon recht viel ist. Viele meiner Kolleginnen haben noch deutlich weniger, also 25 oder 20 Stunden. Das sind dann natürlich Jobs, von denen man alleine oft nicht leben kann, wo man dann noch einen zweiten oder einen dritten Job braucht. Und das halte ich persönlich für eine Katastrophe, weil eigentlich muss es ja reichen, wenn man einen Job hat, dass man von dem auch leben kann. Ja, absolut. Und sag mal, wir haben ja schon über die psychische Belastung gesprochen, die in deinem Job auch sehr relevant ist. Schlagen so unterschiedliche Anstellungsverhältnisse da nicht auch irgendwie eine Kerbe? Also ich kenne das nur jetzt aus meiner Arbeitsvergangenheit, dass so unterschiedliche Stundenzahl, unterschiedliche Löhne, die man für gleiche Arbeit bekommt, auch immer für so eine bisschen angespannte Situation oder für ein angespanntes Verhältnis zwischen Kolleginnen und Kollegen führen kann, zum Beispiel auch zu Mobbing oder so. Schlägt es auch ein bisschen in diese Kerbe psychische Belastung, diese Unterschiedlichkeit der Anstellungsverhältnisse? Nee, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also zum Glück habe ich nicht so viel Mobbing-Erfahrung gemacht, Gott sei Dank. Also da sind wir echt, ich habe ein ganz,
ganz tolles Team und wir verstehen uns alle sehr gut, obwohl auch sehr viele unterschiedliche Stunden arbeiten und so. Aber ich glaube, es wird dann eine psychische Belastung, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat, wird dann mit 20 Stunden übernommen, dann verdient man vielleicht 100 € mehr oder 200 € mehr als im letzten Ausbildungsjahr und kriegt 900 € raus und hätte gerne mehr Stunden und kriegt die aber nicht. Das ist eine Belastung. So, weil da natürlich auch sehr gerne mit dem damit gespielt wird. Und dann wird gesagt, ja, wenn du dich besonders anstrengst und dich beweist und Verantwortung übernimmst und so, dann gibt es vielleicht irgendwann mal eine Chance auf mehr Stunden. Dementsprechend strengen sich Leute dann ganz, ganz besonders an, weil sie halt gerne diese mehr Stunden auch verdienen möchten. Und es passiert aber oft gar nicht. So, und das ist natürlich, ja, das ist auf jeden Fall belastend für die Leute. Ja. Und sag mal, es geht euch darum, die Tarifbindung wiederherzustellen. Es das heißt also, die gab es mal. Warum gibt es die nicht mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich war es ganz, ganz lange normal, dass die Tarifverträge, die verhandelt wurden, die wurden für allgemeinverbindlich erklärt. Da mussten alle in der Branche nach Tarif bezahlen und das finde ich auch nur fair. Dann gab es ein neues Tarifautonomiegesetz im Jahr 2000 oder 1999 oder so, keine Ahnung, irgendwie da um den Dreh rum. Und da haben die was geändert. Und zwar steht da jetzt drin, dass die Allgemeinverbindlichkeit, die muss beantragt werden. So, und jetzt muss die beantragt werden von beiden Parteien, einmal von der Gewerkschaft und einmal vom Arbeitgeberverband. Und der Arbeitgeberverband, der sagt sich halt einfach so, nö, wir beantragen die nicht mehr mit. Und dann hat sich das ganze Ding halt schon erledigt. Und das ist halt ein Problem. Deswegen müsste sich gesetzlich da ganz dringend was ändern, dass es halt reicht, wenn nur eine Partei das beantragt, nämlich dann die Gewerkschaft. Damit man überhaupt wieder eine Chance auf Allgemeinverbindlichkeit hat. Weil ohne Allgemeinverbindlichkeit ist es halt Wettbewerb auf Rücken der Beschäftigten mit den Löhnen. Weil die Unternehmen nicht nach Tarif bezahlen, die haben natürlich einen massiven Vorteil, weil die super viel Geld übrig haben für günstige Preise, bessere Werbekampagnen und so weiter, was die Unternehmen, die halt ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlen, was die halt nicht übrig haben. So, und das halte ich halt für wirklich extrem unfairen Wettbewerb. Und ich finde, man müsste da halt wieder eine Chancengleichheit herstellen, indem die Tarife wieder allgemeinverbindlich sind. So, auch nochmal, warum Tarifverträge so wichtig sind. Da können die Mitarbeiter mitbestimmen. Und das ist ganz wichtig, weil ein Tarifvertrag regelt ja nicht nur die Löhne, sondern auch Arbeitsbedingungen. Auch Sachen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter, das steht halt alles da drin. Und drei Viertel aller Angestellten im Einzelhandel, die bekommen gar keinen Tariflohn. Das heißt auch kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld und so weiter. Und das ist, ja, das ist scheiße. Ja, gelinde gesagt. Also zwei Drittel kriegen keinen Tariflohn und wissens für Tarifverträge muss man kämpfen. Also da kommen wir auch gleich zu Betriebsräten und Gewerkschaften. Aber wir haben ja jetzt, dadurch, dass die Publikumsfragen leider wegfallen, viel Zeit. Deswegen wollte ich dir noch ein paar Fragen vielleicht, die ich mir gerade notiert habe, zu dem Aufruf oder zu der Petition stellen. Und zwar einmal, wie war die Resonanz in Bezug auf die Petition? Auf Seiten deiner Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, Sehr dass ich die gerne. gemacht habe. Also ich war ziemlich angepisst so am Anfang des ersten Lockdowns, wo alle so am Ausrasten waren und war, ich brauche 100.000 Rollen Klopapier auf Lager und so weiter. Und habe dann meine Gedanken einmal gepostet bei Facebook und Twitter und das ist viral gegangen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war sehr doll überfordert, weil ich wirklich nie Twitter benutze. Und dann habe ich ganz schnell ganz viele Anfragen gekriegt von irgendwelchen Medien. Ich glaube, WDR war der erste und dann kam alles andere hinterher. Habe dann wirklich wochenlang gearbeitet, Interviews, war sehr anstrengende Zeit. Und dann war halt so die Frage, okay, gut, jetzt gibt es dieses Momentum, wo Aufmerksamkeit endlich auch mal da ist für die Verkäuferinnen und Verkäufer. Was mache ich, um weiter im Gespräch zu bleiben? Und dann habe ich halt die Petition gemacht. Ich weiß, dass man mit Petition wahrscheinlich keinen politischen Kampf gewinnt, aber um weiter im Gespräch zu bleiben, war es sehr gut, weil ich deswegen immer noch im Gespräch bin und das möchte ich natürlich auch bleiben, weil ich will meine Forderungen ganz, ganz oft wiederholen, bis es halt irgendwann klappt.
Wie die Resonanz bei meinen Kolleginnen war, ja gut. Okay, das freut mich. Übrigens, wir posten auch die Petition nochmal in den Beschreibungen unter den Videos und hoffen auch, dass die natürlich dann ein bisschen viral gehen. Würde uns auf Ja, jeden Fall mehr sehr. Unterschriften ist gleich mehr Aufmerksamkeit und das ist gut. Das Thema braucht Aufmerksamkeit. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt. Gehen wir noch tiefer in das Thema rein und kommen zu dem auch schon angedeuteten Themenkomplex Gewerkschaften, Betriebsräte und sprechen auch darüber, was ist so die Rolle der klein- und großgeschriebenen Linken in dem Ganzen. Es ist ja in deinem Bereich, wie in sehr, sehr vielen Bereichen, die Konzernchefs verzeichnen Milliardengewinne, aber die Leute, die eben die Knochenjobs verrichten, werden an den Milliarden nicht beteiligt, sondern kriegen nur ja, Löhne, die gerade so, wenn überhaupt zum Überleben reichen. Und alle Rechte und Interessen müssen hart durchgekämpft und verteidigt werden. Wer unterstützt dich und deine Kolleginnen und Kollegen in dem Kampf? Niemand? Ja? Ja, also klar, die Forderung nach allgemeinverbindlichen Tarifverträgen ist natürlich auch eine Forderung von Verdi. Ja. So, die habe ich nicht erfunden, sondern die habe ich da auch abgeguckt, weil ich das für unfassbar wichtig halte. Aber gibt es bei euch zum Beispiel einen Betriebsrat? Es gibt einen Betriebsrat bei uns, ja. Flächenbetriebsrat. Das bedeutet, dass ein Betriebsratbereich für sehr, sehr, sehr viele Filialen zuständig ist. Also so viele Filialen, dass die sehr, sehr viel zu tun haben mit Anhörungen und so weiter. Okay, weil also ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem Kollegen hier aus der Stiftung Benjamin Luig. Liebes Publikum, die Artikel von ihm lohnen sich sehr. Der setzt sich viel mit so dem Agrarsektor, sagen wir mal, auseinander. Und der hat mir in dem Gespräch erzählt, dass zum Beispiel bei so Läden mit so einem nachhaltigen Image, wie zum Beispiel der Bio Company oder so, das sind Läden, die haben mit die geringste Betriebsratdichte in ganz Deutschland. Warum ist es so? Warum ist Organisierung da so schwierig? Ja, ich glaube, einmal ist es halt nicht so gewünscht von Unternehmensseite. Also wir können ja mal über Alnatura reden. Also Alnatura ist ja ein Lebensmittelunternehmen, die lassen quasi produzieren Bio-Lebensmittel und lassen die dann verkaufen und so. Und die tun halt auch schon seit Jahren ganz massiv verhindern, dass sich Betriebsräte gründen. Und dabei ist es ja auch ein Unternehmen, was halt einen ganz besonderen sozialen Touch haben möchte, nachhaltigen Touch und so weiter. Und trotzdem wollen die das nicht. Warum das so ist, also ich wüsste nicht, warum Unternehmen, was ich für so sozial hält, warum die das verhindern sollten. Ne? Also kann ja nur daran liegen, dass sie das nicht wollen, weil sie Angst haben, dass dann Leute sich wehren gegen Dinge, die nicht gut laufen. So, dann muss da ja irgendwas falsch laufen, weil sonst müssten die doch sagen, ja klar, macht ein Betriebsrat gerne. So. Außer sie haben halt Angst, dass dann irgendwas ans Licht kommt. Und ich glaube auch, dass vor allem die Unternehmen, die halt so stark so Familienunternehmen, wir haben so eine Philosophie, wir sind so eine große Familie und so, dass sie halt das auch ganz bewusst nutzen, um quasi zu verhindern, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, Betriebsrat zu gründen. Also quasi so diese Unternehmens Zugehörigkeit so doll stärken, dass die Leute sehr, sehr viel aushalten und sehr viel mit sich machen lassen, bevor sie irgendwann mal auf die Idee kommen, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht so cool. Ich glaube, da muss man teilweise wirklich sehr genau hingucken. Ja, ich finde es echt irgendwie immer wieder überraschend, dass sie es trotzdem schaffen, irgendwie wie so einen ja, Nachhaltigkeitsflair zu haben und die Leute denken, sie kaufen diese Waren und tun auch noch was Gutes in der Welt und dahinter steckt echt knallharte Ausbeutung. Aber ja, wie man einen Betriebsrat gründen kann, kann man ja zum Beispiel bei Gewerkschaften lernen. Und du hast schon gesagt, Verdi mischt da auch ein bisschen mit, aber wie schätzt du die Rolle von Gewerkschaften in deinem Arbeitsbereich ein? Also ich schätze die Rolle leider für sehr gering ein. Also wir haben ganz wenige, nur die überhaupt organisiert sind bei Verdi.
Und ja, das ist halt ein Problem. Also eine gewerkschaftliche Organisierung ist halt schon unfassbar wichtig, damit man halt auch Kämpfe führen kann und auch dementsprechend geschützt ist. Streiken oder so, das geht ja gar nicht ohne Gewerkschaft. Und da ist es natürlich schlimm, dass die Organisierung total schlecht ist. Die Frage ist halt, warum ist die so schlecht? Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das hat einmal den Grund, die Gewerkschaft ist gar nicht sichtbar. Also ich habe in meinem Berufsleben noch nie erlebt, dass jemand von Verdi bei mir in die Filiale gekommen ist und gesagt hat, so, hey, wusstet ihr, dass ihr eine Gewerkschaft habt? Und ich glaube, das ist halt genau das, was gemacht werden müsste. Also die müssen quasi Klinken putzen, in die Filialen gehen, mit den Leuten reden, die vielleicht zu einem Treffen einladen oder so. Und es gibt vielleicht auch Bereiche, wo das passiert bei Verdi. Ich habe es leider noch nicht erlebt, und das finde ich auf jeden Fall schade, weil die sind auch in der Position, das machen zu können. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, gerade für die ganzen prekären Jobs ist der Beitrag zu hoch, weil es ist 1% vom Brutto. Wenn man halt nur 900 € rauskriegt, dann ist halt 1% vom Brutto irgendwas mit 15 € und das ist dann halt schon viel Geld im Monat. Ich glaube, es wäre vielleicht zu überlegen, ob man da nicht eine Staffelung reinmacht für die Gehälter, also dass man weniger zahlt, wenn man wenig verdient. Ach so, das ist ja schon, ja. Dass man dann vielleicht weniger Prozent vom Brutto oder 1% vom Netto nur bezahlen muss oder so, weil ich glaube, dass das super viele abschreckt. Und ich glaube, warum die Organisation bei uns so schlecht ist weil es halt auch so ein Beruf ist, der typischerweise von Frauen ausgeübt wird und Frauen generell einfach nicht so gut organisiert sind. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass Frauen auch noch nicht so lange so im Arbeitsleben stehen, wie Männer das vielleicht tun. Also, weil früher war das ja noch so, der Mann ging arbeiten, die Frau war zu Hause, hat die Familie so ernährt und wenn, dann war die Frau nur so Teilzeitjob zum dazu verdienen und so. Und ich glaube, da fehlt uns auch einfach noch ganz viel Erfahrung. Aber glaubst du, dass da vielleicht auch ein Problem ist? Ich kenne es zum Beispiel von migrantischer Arbeitskraft, dass auch lange ein Problem war, dass die auch gar nicht angesprochen worden sind. Meinst du, das spielt da auch eine Rolle? Wie meinst du, dass jetzt migrantische Arbeitskräfte nicht angesprochen werden? Du sprichst zum Beispiel von Frauen, die weniger organisiert sind, dass die Gewerkschaften nicht bewusst auch auf die, ich sag mal, weiblich konnotierten Jobs zugegangen sind und gesagt haben, hey, komm, wir brauchen euch in der Gewerkschaft, wir wollen hier organisieren. Ja, das ist ja das Problem, dass wir nicht angesprochen werden. Und ich glaube, auch zum Thema Organizing. Also es wird bei Verdi immer sehr viel über Organizing geredet, aber ich habe zum Beispiel selbst sehr viele so Organizing-Workshops gemacht und ich habe halt gelernt, was der Unterschied zwischen Organizing und Mobilisieren ist. War übrigens auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo ich das gemacht habe, war sehr gut. Und das, was halt die Gewerkschaft oft macht, ist halt Mobilisieren. Also die mobilisieren irgendwie Leute zum Streik. Das geht aber meistens erst dann, wenn die Leute quasi schon da sind. Also wenn die schon organisiert sind, aber so dieses so, hey, lasst uns einmal im Monat treffen und darüber reden, was wir machen können für Aktionen, jetzt außerhalb auch von Tarifverhandlungen, sowas gibt es halt fast gar nicht. Also ich kenne es nicht. In meinem Bezirk wird sich halt, wenn überhaupt, einmal im Jahr getroffen. Und ja, dann wird da halt Currywurst Pommes gegessen, ein paar Filmchen angeschaut. Das ist auch total nett, ne? Dann trifft man halt alle mal wieder und so, aber irgendwie so wirklich was bei rum kommt da nicht. So, und ich erwarte halt von meiner Gewerkschaft, dass die mir eine Plattform bieten, wo ich mich organisieren kann, und das passiert halt irgendwie nicht. Und also Organizing ist diese längerfristige Arbeit mit regelmäßigen Treffen und Mobilisieren ist für eine spezifische Kampagne oder eine Tarifrunde oder so. Ja, genau. Das Problem ist beim Mobilisieren, da sagt man so, hey, komm zu der Demo und dann kommen alle zu der Demo und dann gehen alle wieder nach Hause und dann war es das so, ne? Und beim Organizing ist es halt so, dass man die Leute dazu bringt, sich selbst für ihre Dinge einzusetzen. Also man sagt nicht, hier komm zu der Demo, sondern komm zum Treffen und wir überlegen, wie wir die Demo gestalten. Und bevor wir das machen, gehen wir noch zusammen in den Workshop und entwickeln uns alle weiter und lernen was dazu. Und wenn die Demo vorbei ist, dann machen wir ein Feedback und dann überlegen wir die nächste Aktion. So, ne? Und dann wird man mehr und so. Das ist quasi so Organizing, so ganz platt gesagt. Und ich glaube, das wäre genau die richtige Richtung. Dauert natürlich länger, ist anstrengender, ist, glaube ich, aber auch viel, viel, viel nachhaltiger.
Okay, die Präsenz von Gewerkschaften ist geringer, als du sie gerne hättest. Es war sehr spannend und du hast es in der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch noch gelernt. Wie schön, wir senden ja aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung und da sind wir auch wieder beim richtigen Stichwort und zwar interessiert mich jetzt die Rolle der Linken in deiner Branche. Haben die irgendwie eine Präsenz? Also ich rede jetzt von der großgeschriebenen von der großgeschriebenen Linken, also der Partei. Gibt es da eine Präsenz? Ich weiß gar nicht, ob die Linke. Ja, also die fordern natürlich auch allgemein verbindliche Tarifverträge, aber so richtig da, also richtig präsent sind die auch nicht. Aber das ist keine Partei, muss man dazu sagen. Deswegen. Also die versuchen es sehr und so, und ich habe selbst auch viel Kontakt mit der Linken. Ich bin ja selber auch von der Linken, also bei der Linken organisiert, hier in Essen im Kreisverband und auch von Bundesebene. Also Janine Wissler hat mir auch total geholfen, hat mich in ihrer Rede im Landtag erwähnt, im Hessischen. Bernd Rixinger hat über mich im Bundestag gesprochen, hat mit mir so Live-Interviews gemacht, hat versucht, mich zu pushen, hat mich auch beraten, weil er war ja früher auch mal Gewerkschaftssekretär. Oder auch Jörg Schindler hat mich unterstützt und auch ganz, ganz viele andere aus der Linken, die mir geholfen haben. Und das ist natürlich sehr gut. Also das ist auch das, was ich brauche, also diese Unterstützung, mir eine Plattform zu bieten, um mich zu organisieren. Und wir versuchen jetzt auch als Kreisverband was zu machen in die Richtung, also mit so Nervennahrung und Flyern in die Geschäfte reinzugehen und die Leute direkt anzusprechen und die halt quasi einzuladen, sich mit uns zu organisieren, erstmal in der WhatsApp-Gruppe. Und dann, also da habe ich schon die Unterstützung. Okay. Ja, schön. Janine Wissler war übrigens auch mal Gast in unserer Sendung. Ah, cool. Ja, letzte Folge der letzten Staffel. Okay, wir haben über die Partei Die Linke gesprochen. Wie ist es zum Beispiel mit linken AktivistInnen? Haben die irgendwie so eine Präsenz, also die gesellschaftliche linke Selbstorganisation, irgendwelche Kiezläden oder so? Also ich komme ja aus dem Ruhrpott. Ja. Wir haben keine Kiezläden. Nee, keiner, weiß ich nicht, kann ich gar nichts dazu sagen, wüsste ich jetzt nichts, obwohl, also ich habe heute auch schon darüber nachgedacht, dass es irgendwie super cool wäre, wenn man einfach so was, so ein genossenschaftliches Projekt oder so machen würde mit Läden und so, aber ich glaube, dass sowas halt auch total schwierig ist, weil dieser Markt ist so hart umkämpft und der Wettbewerb ist unfassbar krass, dass man fast, dass man eigentlich keine Chance hat gegen die großen Ketten. Also es ist eigentlich unmöglich. Aber so generell fände ich es halt auch total gut, wenn es quasi eine Ladenkette gäbe, die genossenschaftlich organisiert ist und die halt nicht darauf aus ist, maximal viel Gewinn in die Taschen zu stecken, sondern die darauf aus ist, einmal eine gute Qualität zu haben, die Mitarbeiter gut zu bezahlen, die Kunden gut zu behandeln und quasi erhalten zu bleiben, aber halt nichts darüber hinaus. Also das wäre schon nice und so, aber ich bin jetzt leider auch nicht reich und kann jetzt sowas auch nicht machen. Ne? Aber so, falls da jetzt jemand zuhört, der super viel Geld hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll, das wäre eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Und du hast recht, Kiezläden, da spricht natürlich der Berliner aus mir. Wir haben Kioske. Kioske, stimmt. Ja. Vielleicht noch ein Aspekt, für den wir jetzt ja auch Zeit haben. Ich zum Beispiel ich hab so bauchlinke Eltern. Die haben immer, bei uns hieß es immer so, ja, wir wählen mal die Linke, weil das sind noch die, die wenigstens so ein bisschen unsere Interessen vertreten. Also die Interessen der jetzt in Anführungsstrichen einfachen Leute. Und auch wenn sich da jetzt, zumindest in unserem Fall, nicht dezidiert mit Wahlprogrammen und so weiter auseinandergesetzt wurde, dieses Gefühl war irgendwie immer da, dass sie Leute unterstützen, die jetzt in meinem Fall so Krankengymnastinnen sind, Bauarbeiter oder so selbstständig. Und der Linken wird ja oft vorgeworfen, dass sie den Kontakt zu diesen Leuten irgendwie verloren hat, dass dieses Gefühl nicht mehr vorhanden ist. Wie siehst du das? Das ist schwierig für mich einzuschätzen, weil ich ja selbst auch bei der Linken bin, ne? Und Ja. ich bin ja eine einfache Person. Ich habe kein Abi und nichts gemacht, ne? Und ich fühle mich ja trotzdem angesprochen.
Ja, ich weiß es nicht. Ob so, ich glaube, bei der Linken muss man vielleicht noch mal überlegen, was sind denn die Menschen, die ich ansprechen will? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass schon noch sehr oft so dieser typische Arbeiter angesprochen werden möchte. Also der halt so im Blaumann da steht. Und ich glaube, klar, die gibt es natürlich auch noch, ne? Aber ich glaube, dass man vielleicht mal seinen Fokus mehr auf die Dienstleistungsbranche legen sollte. Erstens, weil wir brauchen es, glaube ich, nötiger. Und zweitens sind es halt super viele Berufe, wo Frauen drin arbeiten und super viele prekäre Berufe, also auch die Pflege zum Beispiel. Da passiert auf jeden Fall sehr viel schon, aber bei der einen oder anderen Politikerin würde ich mir den Fokus halt auch noch mehr in die Richtung wünschen. So, lasst uns nicht immer nur über die Automobilindustrie und die Arbeiter reden, sondern auch mal über die Verkäuferin, die Pflegerin oder die Friseurin. Dazu habe ich echt nicht mehr viel zu sagen und stimme dir zu 100% einfach mal zu. Danke. Ja, dann lass uns jetzt zum Abschluss noch kurz über mögliche Wege aus der Pandemie sprechen. Also, wenn du so dem, bei uns heißt es immer Flurfunk, zuhörst, also dem, was ihr so in den vielleicht kleinen Pausen, die sich ergeben, was da so besprochen wird mit Kolleginnen und Kollegen. Was sind da so die hauptsächlichen Bedenken, die ihr vielleicht habt in Bezug auf die kommenden Wochen und Monate? Ja, also ich glaube, es ist ziemlich viel Angst auch, ne? Also es ist ja eh schon die ganze Zeit dieses Hin und Her und dann Lockdown und doch nicht Lockdown und ein sehr lockerer Lockdown. Also eigentlich, ne, der erste richtige Lockdown war der erste letztes Jahr im Frühjahr. Da war es wirklich so, dass super, super ruhig war bei uns. Es waren sehr viele Leute sind zu Hause geblieben oder sind wirklich nur schnell einkaufen gegangen, alleine einkaufen gegangen und so. Da war die Disziplin so viel höher und alles, was danach gekommen ist, war Quatsch. Alles, was danach gekommen ist, war Business as usual. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und das ist für uns halt manchmal total schwierig, weil wir stehen ja immer an vorderster Reihe und haben halt auch ein erhöhtes Risiko, uns anzustecken, weil wir haben halt am Tag mit 600, 700, 800 Leuten Kontakt. Und die Kunden und Kundinnen tragen halt auch schon öfter mal die Maske nicht richtig oder ziehen die zwischendurch durch runter oder ziehen die zum Husten runter oder so, ne? Also die Möglichkeit, uns anzustecken, die besteht halt immer. Und das will halt keiner. Keiner will sich anstecken, ne? Weil die Gefahr, die ist halt da. Und jetzt gab es ja diese Idee des Osterlockdowns und wir haben uns alle so gefreut. Wir haben das gehört und alle so geil, frei haben. Ja, endlich mal eine Auszeit von diesem Chaos, von dem Stress, endlich auch mal zu Hause sein dürfen. Wir finden es ja auch nicht geil, dass wir die ganze Zeit uns dem aussetzen müssen, so, ne? Weil man hat ja auch Angst, dass man zu Hause jemanden ansteckt, von der Familie jemanden ansteckt. Ich habe schon seit über einem Jahr meine Eltern nicht mehr gesehen, ja, weil ich mich besuchen möchte, weil ich zu viel Angst habe, dass ich die anstecken könnte und die dann vielleicht daran sterben. So in meinem Bekanntenkreis sind leider schon zwei Menschen verstorben an Covid-19 und deswegen weiß ich halt, dass das kein Witz ist. Aber dass halt zum Beispiel das mit dem Osterlockdown auch so schnell wieder zurückgezogen wurde, das war halt auch eine riesen Enttäuschung. Also mir persönlich, und ich glaube, das könnten auch einige andere so sehen, aber das weiß ich natürlich nicht genau, wäre es am liebsten, wenn man halt sagt, 2, 3 Wochen machen wir richtig krass harten Lockdown, machen wirklich alles dicht, aber wirklich alles dicht, auch die Großraumbüros dicht, die Zentrallager dicht und alles, was wirklich nicht absolut notwendig ist, fährt man komplett runter und alles, was notwendig ist, fährt man zumindest zu einem Teil runter. Also Läden müssen ja dann in einem Lockdown nicht bis 24 Uhr nachts aufhaben oder so. Damit wir endlich mal da rauskommen, weil mit dem Impfen läuft es nicht, mit dem Testen läuft es nicht. Und ich weiß keinen anderen Ausweg. Es gibt so eine Initiative, die heißt Zero Covid. Die finde ich sehr gut. Die fordert quasi einen solidarischen Shutdown, wo halt auch die Industrie vor allem heruntergefahren wird. Ich weiß wirklich nicht, warum man jetzt gerade Autos produzieren muss. Autos sind nicht systemrelevant. Und ich glaube, in den Parkhäusern stehen noch genug Autos, nicht Parkhäusern, in den Autohäusern stehen noch genug Autos da, die man verkaufen kann.
Und das muss einfach alles mal runtergefahren werden. Ich Ja. sehe sonst überhaupt gar keinen Ausweg raus aus dieser Pandemie. Und ich weiß, dass es für manche Leute vielleicht scheiße ist, wenn sie da nicht shoppen gehen können. Aber es tut mir wirklich leid. Ich kann da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Das tut weh. Die Pandemie tut weh. Es sind so, so, so viele Menschen daran gestorben und es werden noch so viel weitere sterben, wenn wir nicht endlich mal einen Shutdown machen. Das stimmt, es klingt nach Zero Covid. Ich kenne die Initiative auch, weil wir hier schon zwei Folgen zu der Initiative gemacht haben. Die können wir auch in den Links dann nochmal verlinken, falls es euch, liebes Publikum, nochmal mehr interessiert. Ja, auf die Frage, liebe Farina, ob du deine Zukunft immer noch im Einzelhandel siehst, sagst du in einem Interview, ja, eigentlich schon. Jetzt hat sich die Situation aber extrem verschärft und wenn nicht irgendwie etwas passiert, man möchte schon fast sagen, ein Wunder, geht es auch erstmal noch eine Weile so weiter. Deshalb meine Frage, siehst du deine Zukunft trotzdem noch im Einzelhandel? Ja, ich sehe meine Zukunft schon noch im Einzelhandel. Also wie gesagt, der Beruf macht mir ja auch Spaß und ich fühle mich auch im Unternehmen wohl. Ich kann ja auch nur so frei und so darüber reden, weil mein Unternehmen damit halt cool ist. So. Ja. Und da habe ich, glaube ich, auch schon Glück. Ich glaube, in anderen Unternehmen sieht es da ganz anders aus, was sowas betrifft. Ja, doch, also ich würde schon auch gerne noch im Einzelhandel arbeiten, weil mir das halt sehr viel Spaß macht. Ich würde aber gerne mehr Geld davon verdienen können, damit ich auch ein bisschen mehr sparen kann für die Rente und so. Das würde ich auch sehr gerne machen. Und klar, das mit Corona, das ist total ätzend und es wird wahrscheinlich viel schlimmer werden, weil jetzt haben wir Mutation über Mutation und irgendwann wirkt der Impfstoff auch nicht mehr und es ist einfach nur eine Katastrophe und am liebsten will man nur zu Hause bleiben und nie wieder rausgehen. Aber ich mache es trotzdem und versuche halt mich so gut wie es geht irgendwie zu schützen. Also ich habe immer eine FFP2-Maske auf, ich ziehe die auch nicht mehr ab, ich sehe das nicht ein, ich habe viel zu viel Schiss, mich anzustecken. Ja, also ich glaube, wenn ich den Beruf nicht mehr mache, dann wahrscheinlich, weil ich es körperlich nicht mehr schaffe, weil ich zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall oder sowas hatte. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann meinen Beruf nicht mehr machen kann. Okay, liebe Farina, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja, danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Und danke auch euch, liebes Publikum, fürs Zuschauen. Wir entschuldigen uns nochmal an der Stelle, dass heute leider keine Publikumsfragen möglich waren. Aber ihr könnt nächste Woche wieder einschalten. Nächste Woche Dienstag um 19 Uhr spricht meine Kollegin Daphne dann mit Nicole Meyer-Ahuja über die Arbeitswelt in Zeiten der Pandemie. Schaltet wieder ein und stellt diesmal dann wieder eure Fragen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss, bleibt gesund.